Hat er Dann haben wieder die Leute was? mit Frauen, Bruder, ich habe nichts mit Frauen zu tun. Frag mal lieber Michel, wie es bei Frauen läuft. Ich bin da, ich bin, Bruder, ihr wisst doch, so, verheiratet, Kinder, Familie, so. Katze, Hund, Digga, was willst du da machen, Digga? Ich lebe so wie Ronaldo halt, ne? Mit Familie, Strand und so. Seko hat sich damals, boah, wie lange ist das her? 4, 5 Jahre oder so. Er hat sich damals mal mit Mädchen getroffen, Digga. Sollte nach Minden kommen, aber die ist nach Holzminden gefahren. Und dieses Holzminden ist einfach 1,5 Stunden entfernt von uns, Digga. Dann ist sie ausgestiegen und ihr Handy war aus und keine Ahnung, wie Jo, ist Digga, das? das sagt Film, stimmt, ja. Manchmal, bei mir war das auch früher immer so, Digga. Wenn ich mit Girls geschrieben habe, auf Instagram oder Snapchat war cool. Aber irgendwann, wo wir Nummer hatten, Digga, war komisch, ja. Es war nicht mehr so wie damals, Digga, ehrlich. Wurde auf einmal zu einer komischen Angelegenheit, Digga. Stuttgart Frauen, 1 von 10. Bruder, Stuttgart sind geile Frauen. Also hübsche Mädels. Weißt du noch von damals, wo ich aktiv war, Digga? Jo. Da hatte ich auch die ein oder andere aus Stuttgart, aber ich war nie da. Echt, Bruder, ich war damals so gut vernetzt. Aber die Frauen aus Stuttgart waren ja schon hier. Ja, Digga. Muss man auch sagen. Nur du warst, wenn ich verstehe nicht, ne? ehrlich, Das Digga. das Hätte ich darf. keine Frauen und Kinder, Digga, ich. Muss man sagen, ja, wie Michel und Ali, Digga, Gangster. Komm, Nathan kommt bei Girls besser Nein, durch, nein, doch. Digga, glaub mir, Michel so, Nein, hey! nein, Nathan. Und diese Frau sagt, Michel! Nein, Jasmin! Sag Michel, tut es. Michel! Michel! Die springen und so, Digga, ihr wisst nicht, Digga, vertraut mir. Wer von euch beiden hatte Kontakt zu Nika Irani? Junge, was ist von mir, mit dir? Ich hatte damals Kontakt mit ihr. Ja. Aber ich wollte die damals so ein Video drin haben und ich habe die gefeiert, Digga, weil die war anders. Oh, Michel Playboy, wurde ich nicht. Die war anders, Digga. Okay, ich kenne Leute, die sind so drauf, Digga, hey, hey, hey. Eine Frau antwortet dir nicht, die schreiben die ganze Zeit, hey, 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 hey. Scheiße, laut! Chill doch mal, ja. Man denkt, Dings, dritter Weltkrieg ist ausgebrochen. Chill mal ein bisschen. What is so one? Ich meine, Kinder haben ja, wie viele, ja, weiß klar. ich nicht. Viele. Aber Leute, die sagen, die wollen keine Kinder haben, ganz komisch. Digga, Mont hat auch gesagt, ja. Ja, hat er ja gesagt, aber irgendwie, der. Deine Meinung ist gerade sich am Switchen. Ja, die haben einen sehr guten Einfluss auf ihn. Wie 5 Kinder haben. 5 Kinder ist heavy. Ich würde maximal 3 Kinder. Maximal. Ja, vielleicht auch. Also. Aktuell würde ich maximal 3 Kinder haben. Vielleicht irgendwann mehr, vielleicht auch weniger, aber 3 Kinder finde ich perfekt, Digga. Ja, ich mach so 4, 5. 4, 5 ist schon heavy, Digga, ne? Kinder über Familienauto-Geschichten und so, Digga. Das Kinder über Kinder über Kinder. Aber Kinder sind was Schönes auf jeden Fall, Digga, ne? Leute, die keine große Familie haben und so, Digga, ist schon, ja. Leute, die sagen, sie wollen nicht heiraten. Das sollen die machen. Ist okay, Digga. Heiraten, Kinder kriegen. Am besten heute noch. Dauer. Also. Ich sag euch ehrlich, alles ist cool, außer Einzelkind. Leute sagen Einzelkind, man bekommt alles, dies, das, Digga, vertraut mir, dieses alles bekommen, macht echt nicht zufrieden, Digga, ehrlich. Bruder, alles bekommen und dann, am Ende des Tages sitzt du alleine zu Hause, musst dich irgendwie alleine unterhalten, dies, das, nee, Mann. Das ist Quatsch. Was, wenn die Frau das weniger Quatsch, will als Digga. Ihr? Deswegen reden wir darüber. Schatz, ich will 5 Kinder, ich will nur 3. Ja, okay, lass 5 machen, ja, okay. Wenn das geht, ist cool. Ja, nicht einigt man sich auch auf 3 oder auf 2 oder so. Ja, klar, Digga, man findet immer bestimmt eine Einigung, Digga. Es gibt auch Leute, die wollen Fußballmannschaft machen, weil einer von denen wird Profi, wisst ihr, was ich meine? Das ist der Neue, Digga, ne? Den muss man auch mal machen, Digga. Einer muss doch irgendein Talent haben und die Familie reich machen, Digga. Zwillinge Traum, boah, Zwillinge? Stell dir mal vor, ich hätte einen Zwillingsbruder, das wäre komisch irgendwie, ja? Also ich würde, ich weiß nicht. Würde ich irgendwie nicht so fühlen. Das Ding ist, Zwillinge sind oft so, dass sie auch so gleich sein wollen und so, ne? So gleiche Klamotten anziehen. Ey, Mann, ich fühle das nicht so. Boah, ich feier das. Zwillinge fühle ich nicht so. Zwillinge gehen. Digga, ein zweiter Michel, Digga, das wäre tot, Cousin. Einer, der genauso ist wie du, Digga, das ist der Untergang, ne? Ich würde es nicht aushalten. Michel allein reicht schon, Digga. Traut mir, Digga, der Mann ist feier. Aber ein zweiter, der genauso ein Großkopf ist wie er, Digga, das wäre heftig cool. Ich schwöre, das wäre gar nicht cool. Überhaupt nicht. Wie nennt ihr eure Freundin, wenn ihr zusammen seid? Wie nennt ihr deine Freundin? Schatz ist oder mal? Weiß nicht. Wie soll man die denn, ey? Ich glaube, ich würde sie meine Freundin Hase nennen. Bimbisch! Hi, Schatz. Bimbisch! Stell dir vor, eure Freundin geht euch einfach die ganze Zeit fremd, Digga. Und ihr wisst das gar nicht, ey. Scheiße, Digga! Ja, aber, Digga, das ist Scheiße, krass. Was macht der hier für ein Thema auf? Das ist krass, Digga, ehrlich. Stell dir vor, eure Freundin geht euch die ganze Zeit einfach fremd, ihr wisst das gar nicht. Ja, wäre schon, ich glaube, das ist schon hart. Aber so auf Ernst, Digga, ne? Nicht nur einmal so, man denkt ja, zweite Beziehung mäßig. Fuck, Alter, was sagst du da für Sachen? Shit. Gehen eher Frauen oder Männer fremd? Bruder, schwierig, ich sag dir ehrlich. Guck mal, ich sag so, Frauen gehen fremd. Wenn die merken, der Typ gibt denen keine Liebe, Männer gehen fremd, wenn die Frau denen irgendwann zu langweilig wird. Weil die denken sich, Bruder, ich habe oft diesen Spruch gehört wie, du kannst doch nicht jeden Tag Döner essen, du musst auch mal Spaghetti essen, auch mal
Pizza, auch mal keine Ahnung. Bei Männern ist es Abwechslung, bei Frauen ist es eher, weil die zu wenig Zuneigung und so bekommen. Also oft, safe. Und dann gibt's immer diese eine Story, Digga, der beste Freund hat die getröstet und so und auf einmal, der hat die weggehauen. Ich habe solche Story schon so oft miterlebt, Digga. Er hat mich getröstet und dann hat, Bruder. Also Jungs, wenn ihr mit hoher Garantie weghauen wollt, dann tröstet eine Dame, die aus einer Beziehung raus ist. Also wenn die Frau keine Kinder will und ihr schon, gibt's nicht, dann werden wir ja nicht zusammenkommen. Deswegen, Jungs, niemals einen besten Freund zulassen. Ja, Bruder, das ist schwierig. Es ist schwierig, Digga. Ich sag dir ehrlich. Freundschaft zwischen Mann und Frau ist immer eine schwierige Sache, Digga. Ich sag dir. Also, darüber kann man sich echt streiten, ja. Es kommt immer drauf an, Digga. Meine Freundin würde ich einen besten Freund lassen. Schwierig, Alter. Digga. Stell dir vor, dein Bestfreund ist Hurensohn. Du magst ihn gar nicht. Ja, ich lerne ja vorher kennen. Also, ich lerne ihn auf jeden Fall kennen irgendwann. Was? Das kannst du nicht so sagen, Digga. Das ist schwierig. Also, ich sag, ich will schon. Schwierig. Für den kennenlernen, wenn ich sage, okay, der ist cool, Digga. Das ist schwierig. Ich will meine Damen einfach an mich binden und fertig. Nur schwuler bester Freund erlaubt? Ja, auf jeden, Digga. Schwuler bester Freund, Digga. Ich bin sogar sein Freund. Also muss nicht sein, dass ihr bester Freund die ballert, kann auch dein bester Freund sein. Ja, kann auch dein bester Freund sein, der sie ballert. Dann seid ihr auch besser. Verstehst du? Bruder, glaub, es gibt, weißt du, was? Ey, ich kenne solche Stories vom Fremdgehen und so, Digga. Das ist schon Gollusor, ne? Wir haben gestern mit Habib auch über sowas geredet. Wir haben gesagt, Digga, wenn jemand fremdgehen will, egal ob Frau oder Mann, Digga, du kannst, egal was du machst, ne? Wir werden fremdgehen. Safe, also deswegen, man kann eigentlich nicht viel dagegen zu tun. Du kannst nichts dagegen tun. Die Leute werden fremdgehen, 100%. Und wer nicht fremdgehen will, geht auch nicht fremd und easy going, Digga. Macht deswegen gehe ich jetzt nicht fremd. Vor allem bei bestem Freund übernachten, Bruder. Boah, das wäre hart, Digga. Digga, ich stelle Fragen. Mein bester Freund übernachten, da würde ich schon sagen, ja, nein, am besten nicht. Also, wenn du nicht nach Hause kommst, ich hol dich ab, ich hol dir Taxi, ich bestell dich. Irgendwie kommst du schon nach Hause auf jeden Fall. Hol Taxi, ich komm, weißt du, ich mach das schon, mach dir keinen Kopf, aber nee. Ist New Chicken fremdgehen? Ja, nee, das ist voll normal, ey. Würdet ihr mit einer zusammenkommen, wenn ihr wüsstet, dass sie ist ihr Ex-Freund fremdgegangen? Nein, 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 also ich würde nicht, ich schwöre, ich würde nicht. Wenn ich, guck mal, auch diese Situation ist los, Digga. Wenn ein Weib einen Freund hat und die dann sich irgendwie nicht verliebt und du mit der zusammenkommst. Voll los, Digga, sag ich euch ehrlich. Wer sagt, dass sie das gleich nicht bei dir macht, Digga? Manchmal. Aber Bruder, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, Digga, ne? Ja, okay. Weil die das davor gemacht hat, Digga. Ich würde nicht. Ich würde auf gar keinen Fall, Digga. Vielleicht mal weghauen und so, Digga, so auf locker, aber noch nicht zusammen sein. Mit so einer zusammen sein, Bruder, schwierig. Schwierig. Ich weiß nicht, ich muss mal kennenlernen. Als ob du dann der einzig Wahre bist, Digga. Ja, ich weiß, nee, Mann. Also, kann sein. Da sehe ich keine Zukunft. Ich bin der Meinung, ich kann dieser eine sein. Ne? Ich sag ehrlich. Hab gehört, Leute finden es kein Fremdgehen, wenn Freunde noch Schoß. Ja, Digga, jeder entscheidet doch für sich, was Fremdgehen ist und was nicht. Also, ja, das, was ich erzählt habe. Ich komme dran, wie lange wir uns kennenlernen und so, Alter. Ja, ich glaube, aber vielleicht am Ende, guck mal, am Ende des Tages, wenn alles passt, Digga, wenn wir uns lang genug kennenlernen, ich glaube, ja, klar. Ich find's Quatsch, Digga. Weil ich sag ehrlich, ich bin der Meinung, dass ich dieser eine sein kann, wo ich sag, okay, bei mir, glaube ich, Michi ist doch der einzige Jahre, Digga. Ja, aber ich glaube.